Ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar stelle ich heute die Mods vor, die am Freitag und Samstag im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Es handelt sich dabei um 12 Mods, davon ein Update, die von Giants freigegeben worden sind vor dem Wochenende und ich leider erst heute dazu komme, diese Vorstellung aufzunehmen. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Boss1, Strophus70, Sami und Mimika für das Abo. Dank euch habe ich die Grenze von 100 Abos überschritten und daher möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Abonnenten bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und für die Unterstützung aller. Starten wir die Vorstellung mit dem 20 Fuß Schwanenhals Auflieger von 82 Studio. Downloadgröße 7,68 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Wir schauen uns den Schwanenhals Auflieger einmal im Shop an. Der Lizard Logistics Schwanenhals Auflieger wiegt 6 Tonnen und kommt mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten, zum Beispiel die Beschaffenheit der Oberfläche hier, die kann ausgewählt werden zwischen Metall und Holz. Die Option haben wir auch, das Logo anzuzeigen oder nicht. Dann haben wir den Ankupplungstyp, den wir ändern können, von Schwanenhals zur Stoßstangenkupplung. Des Weiteren können wir auswählen die Reifenvariante Standard, Nockchen und Breitreifen. Wir haben natürlich hier die Möglichkeit, den Anhänger farblich zu verändern. Und zwar haben wir hier eine riesengroße Farbpalette. Und wir können hier sehr funky werden mit der Farbgebung. Was ich allerdings nicht gefunden habe, ist ein Nummernschild. Dieser Anhänger ist in der Standardausführung für 9.000 Euro zu haben und die Ausführung mit der Stoßstangenkupplung ist ein bisschen günstiger. Julian F. Modding bringt uns den Versatile 4WD Großtraktor. Downloadgröße 29,68 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Das ist übrigens ein Mod, der am Freitag vorgestellt worden ist. Damals gab es nur 2 Veröffentlichungen, deswegen habe ich mich entschieden, dies mit der heutigen Vorstellung zu verkuppeln. Also wir haben es hier mit 3 verschiedenen Versionen zu tun. Und zwar sind das verschiedene Baujahre, einmal von 2012 zu 2016. Das wäre also diese Version hier. Dann haben wir die Version vom Jahre 2017 bis 2021. Und brandaktuell haben wir natürlich die 22er Serie. Das wäre dieser hier, die 620er. Für Baujahr und Modelljahr 2022. Diese Großtraktoren kommen in einer Preisspanne in der Standardausführung von 261.000 und 352.000 Euro und wir schauen uns diese jetzt im Einzelnen an. Starten wir mit der 12er bis 16er Serie. Diese hat in der Standardausführung 470 PS, wird lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 1298 Liter plus 132 Liter DEF. 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und hat ein Gewicht von 17,7 Tonnen. Wir haben hier die Möglichkeit, den Reifentyp zu ändern von Michelin nach Trelleborg, Continental, Mitas, BKT, Edelstein und zurück zu Michelin. Reifenvarianten haben wir jeweils eine Zwillings- oder eine Standardbereifung. Wir haben ein Design, das wir wählen können zwischen US oder Australia. Dann haben wir bei den Kabinenkonfigurationen können wir auswählen zwischen Teppich, Sämaschinen-Terminals, beides, Fußrasten, Fußrasten und Teppich, Fußrasten und Terminals oder alles zusammen. Dann haben wir gewisse Anbauteile, zum Beispiel ein Frontgewicht von 1800 Kilo. Dann haben wir eine Heckzapfwelle oder beides oder dann die Standardvariante. Wir haben hier dazu auch noch die Möglichkeit, ein GPS-System einzubauen. Achtung, ich glaube nicht, dass das GPS, also den Guidance Steering Mod, aktiviert. Dann haben wir die
Motorenausführung der 450er mit 470 PS, den 500er mit 521 PS oder wie draußen stehend den 550er mit 574 PS. Hier nochmal, hier kann man das Guidance Steering Mod installieren und in der Ausführung, wie jetzt hier steht, würde er 329.505 Euro kosten. Wir gehen zum nächsten moderneren Modell und zwar der 17er bis 21er Variante. In der Standardausführung hat er 573 PS, wird auch lastgeschaltet, alle anderen Daten bleiben gleich, so wie die Tankfüllmenge, wie auch die DEF-Füllmenge, die Höchstgeschwindigkeit und das Gewicht. Auch hier haben wir dieselben Reifenvarianten, die ausgewählt werden können. Dann haben wir auch hier das Design Australien oder USA. Kabinenkonfigurationen bleiben unverändert, ist alle dasselbe. Auch die Anbauteile ist alles dasselbe, genauso mit dem GPS. Die Motorausführung hat die 520er mit 573 PS, die 570er mit 628 PS und die 610er mit 655 PS. Auch hier natürlich kann das Guidance Steering Mod installiert werden. Kostenpunkt hier mit der Version mit GPS 381.505 Euro. Kommen wir zu guter Letzt zur letzten Variante der neuesten und zwar der 2022er Serie. Hat eine Standardleistung von 583 PS. Alle anderen Daten bleiben gleich. Auch hier alles dasselbe. Bei der Motorausführung die 530er Serie mit 583 PS, die 580er Serie 638 PS und die 620er Serie mit sage und schreibe 665 PS. In der Maximalausführung mit allem ausgestattet kostet der Traktor 420.505 Euro. Solltest du ganz viele Maschinen und Anhänger in deinem Betrieb haben und den Überblick verlieren, wer wo welcher steht, was welcher geladen hat, dann kommt die Mod Fahrzeugmonitor von Chrissy Gale, Downloadgröße 19 KB in der Version 1.2.0.1 und für PC und Mac gerade richtig. Die Standard-Tastenbindung ist Steuerung Alt und 1 der Nummern-Tastatur, also des Nummern-Tastenfelds. Können wir anzeigen lassen den Status und die Füllmenge eines jeden motorenbetriebenen Gerätes. Dann, wenn wir weiterhin nochmal diese Tastenkombination drücken, kommen noch mehr Details dazu. Können wir auch sehen, was an welchem Gerät angehängt ist, wie zum Beispiel hier am 4WD620er Traktor. Hängt der Seedrunner 3755 XL Kipper an der dran und dann schauen wir uns gleich mal an. Das ist richtig. Hier ist also ein Gerät angehängt, das sogar angezeigt wird, dass hier Hirse und Mineraldünger geladen sind. Wenn wir nochmal auf Steuerung Alt und 1 drücken, gibt es noch mehr Optionen, die wir sehen können. Wenn wir jetzt einmal in einen Traktor einsteigen, können wir auch sehen, dass dann dieser, dann können wir auch sehen, dass das Gerät, wo wir drin sitzen, auch fett angezeigt wird. Und wir sehen dann auch, was diesem Traktor angehängt ist. Nimmt sehr viel Platz am Bildschirm ein. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen störend ist. Ich würde den wahrscheinlich sehr wenig nutzen, weil ich habe sehr gerne einen sauberen Bildschirm. Ich habe ihn schon angesprochen. Und zwar ist das der Seed Runner 3755 XL von 82 Studio. Die Marke, die hier angezeigt wird, ist unverwehrt. Downloadgröße 7,86 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen Überladewagen, wo wir
sowohl, sagen wir mal, Mineraldünger und Saatgut oder Kalk und Mineraldünger und so weiter, je nachdem, wie wir es brauchen, beladen können. Also wir können beide Fächer separat beladen und natürlich dann auch separat entladen in das jeweilige Gerät, das gerade aufgefüllt werden muss. Im Shop sehen wir dieses Gerät hier mit 8 Kubikmeter Fassungsvermögen, einem Gewicht von 2,9 Tonnen und einem maximalen Zuladegewicht von 10,1 Tonne. Wir haben hier lediglich die Möglichkeit der Farbänderung, und zwar haben wir auch wieder die große Palette wie von 82 Studio bekannt, und zwar in der Haupt- und Designfarbe. Die Felgenfarbe ist etwas reduzierter, aber auf jeden Fall haben wir hier die Möglichkeit, auch wieder sehr funky zu werken, ganz wie es euch beliebt. Der Preis für diesen Überladewagen ist bei 12.650 Euro. Der Gewichtsschieber von Lizard kommt von Hispano. Downloadgröße 1,08 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Wie ihr euch natürlich denken könnt, handelt es sich hier um ein Gewichtspaket, und zwar den Lizard Gewichtsschieber. Kommt in der Standardausführung mit 800 Kilo daher. Das kann ausgeweitet werden auf 900 Kilo, 1 Tonne, 1100 Kilo, 1200 Kilo, 1300 Kilo. Dann können Pusher-Optionen hinzugefügt werden auf der rechten oder linken Seite, wie natürlich auch beidseitig. Und zwar haben wir hier auch eine Möglichkeit, die Breite zu wählen zwischen 2,8 Meter und 3,2 Meter. Auch kann eine Schraubenkonfiguration ausgewählt werden, also hier kann eine Vize hinzugefügt werden. Dann kann entschieden werden, ob noch eine Anhängerkupplung vorne hinkommt. Auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, die Standardfarben zu ändern. Kostenpunkt für das Gerät ohne Veränderung 3.500 Euro. In der Version, wie sie hier steht, 6.350 Euro. Das MP Lift Frontladerpaket für Traktoren zwischen 60 und 170 PS kommt vom Farmari 99. Downloadgröße 9,51 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Kommt in einer Palette von ganz verschiedenen Ausführungen. Noch habe ich nicht genau herausfinden können, wo genau die Unterschiede liegen. Es sei denn natürlich die PS-Last, die da benutzt werden kann. Also wir haben hier 120 PS, 80, 70, 60, 80, 70, 60 PS, also jeweils den 240er, den 245er, haben verschiedene Gewichtsangaben. Wir können Schläuche hinzufügen oder ohne Schläuche. Wir haben eine Winkelanzeige, die hinzugefügt werden kann, und wir können die Hauptfarbe verändern. Die Preisspanne liegt standardmäßig zwischen 6.800 und 8.200 Euro. Es ist zu beachten, dass diese Frontlader an jede verfügbare Konsole angeschlossen werden können. Für eine optimale Verwendung wird aber darauf hingewiesen, dass die spezifische Konsole unter den Prefab als Option heruntergeladen werden sollte. Ich habe leider gerade auf die Schnelle nicht herausgefunden, wo ich dieses Prefab finde. Ich hoffe, das wird dann irgendwo in der Mod-Beschreibung im Detail noch zu finden sein. Falls ihr wisst, wo ich diese Prefab finden kann, bitte lasst es mich wissen in den Kommentaren unter dem Video. Danke sehr. Der Rabewerk G6 260 kommt von Rona, Schlitterfahn, Fabian, GoGoBear und Modellleicher und Luca. Downloadgröße 4,32 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei nochmal um einen Grubber, glaube ich. Jetzt haben wir sehr viele Grubber in dem Größenbereich bis zu 3 Metern schon als Mod verfügbar. Dieses Modell wiegt 429 Kilo, braucht eine Arbeitslast von 90 PS, Arbeitsbreite bei 2,6 Metern und natürlich Arbeitsgeschwindigkeit bei 15 km/h.
Es gibt hier verschiedene Designoptionen, die aber lediglich Auswirkungen auf die Farbgebung haben. Kostenpunkt für diesen Grubber 12.000 Euro. Von Farmer 22 kommt ein Wasserhydrantenpack. Downloadgröße 0,95 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Wir haben vor ein paar Tagen schon ein Paket an Hydranten bekommen. Dieses hier enthält drei Hydranten zwischen 600 und 800 Euro, können natürlich entsprechend platziert werden. Und im Gegensatz zu den Hydranten, die vor ein paar Tagen vorgestellt worden sind, wo Wasser kostenlos abgetankt werden kann, werden diese hier einen Preisnachlass von 30% geben zum Standardpreis von Wasser des Standardspiels. Ich habe gerade bemerkt, dass ich einer diesen Hydranten unfreiwillig hier platziert habe und dass der jetzt hier in der Luft hängt. Natürlich ein Bug des Spiels. Ich habe aber nicht die Möglichkeit gefunden, diese abzureißen. Also die scheinen hier fest verbaut zu sein. Also solltet ihr nicht ganz sicher sein um die Platzierung, einfach vorher speichern. Nur damit ihr seht, dass es hier wahrscheinlich sich um einen Bug handelt. Hoffentlich wird der so schnell wie möglich ausgebügelt. Das Update, das ich heute vorstellen kann, kommt für die Catrol und Pictrol Dieseltanks. Kommt von Farmary 99, Downloadgröße 4,01 MB in der Version 1.0.0.1 und für alle Plattformen. Das Änderungsprotokoll sagt aus, dass der Befüllungsauslöser auf die Vorderseite der Tanks verschoben worden sei und dass gewisse Sachen noch angepasst worden sind. Also, ich finde ja diese schnuckelig hier, also das sieht ja eigentlich ganz witzig aus. Jetzt, damit man diese Tanks auch nutzen kann, muss man vorne hingehen und die Schnauze hier öffnen und dann sieht man auch schon, dass die beiden Trigger entsprechend erscheinen. Das heißt, man kann diese befüllen und dann natürlich auch die Fahrzeuge betanken. Dieses Paket kommt mit 5 verschiedenen Tierchen oder Tanks, wie man es sich ansehen möchte, mit jeweils 3000 Liter Fassungsvermögen. Und zwar kommt der Catrol Kraftstofftank in weiß, einmal den schwarzen Tank, dann haben wir den Pictrol, das ist der graue, den roten und dann auch den schwarzen. Also wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, unseren Hof zu dekorieren. Der Capello Quasar HS16er Maisschneider kommt von Hispano. Downloadgröße 5,43 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und wie natürlich der Name schon sagt, handelt es sich hier um einen Maisschneider. Kombinierbar mit dem Case Axial Flow 9250, mit dem John Deere X9-1100, mit dem Fendt Ideal und natürlich mit dem Massey Ferguson Ideal und zusätzlich noch mit dem Class Lexion 8900. Das sind die angesprochenen Drescher, mit denen dieses Schneidewerk eingesetzt werden kann. Wiegt 5 Tonnen, Arbeitsbreite 12 Meter und 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Hier haben wir verschiedene Optionen, natürlich entsprechend der Marke, mit denen man es verbinden will, was die Farbgebung angeht. Kostenpunkt für dieses Schneidewerk 125.000 Euro. Diese Mod-Vorstellung von heute kann ich machen auf einer der Karten, die zu meinen Lieblingskarten gehört haben im 19er. Und zwar handelt es sich um die Karte Wild West von CAS64. Es handelt sich dabei natürlich um eine 16-Fach-Karte mit einem legendären großen Feld, dem Feld 17. Ich werde auf jeden Fall eine detaillierte Mod-Beschreibung oder Kartenbeschreibung nachlegen hier. Werden hier definitiv dann auch ein Let's Play starten, und zwar wo es ein bisschen darum geht, Automatisierungen zu nutzen wie Cosplay und Autodrive. Und um auf einer solch großen Karte schnell von A nach B kommen zu können, haben wir natürlich auch gleich den nächsten Mod, der genau zu dieser Karte passt.
Und zwar handelt es sich hier um diesen unmissverständlich natürlich um einen Mustang handelnden Road Rage von der Marke Lizard, Autor Vectormann. Downloadgröße 5,02 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wie ihr sehen könnt, hat dieses Auto oder diese Rakete die Option, die Türen zu öffnen separat. Hat einen wunderschönen Ton. In der Mod-Beschreibung wird angegeben, dass dieser Mustang oder dieses Auto eine PS-Leistung von 460 aufweist. Hier im Shop werden 290 PS angezeigt. Es wird angezeigt, dass das Auto manuell geschaltet ist, eine Tankfüllmenge von 120 Litern hat und natürlich die rasante Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Deswegen habe ich gesagt, also dieses Auto ist ganz ideal für eine 16-fach-Karte, um schnell von A nach B kommen zu können. Gewicht 1,6 Tonnen. In der Standardversion kostet dieses Auto 60.000 Euro, kann ausgestattet werden mit zwei zusätzlichen Scheinwerfern und wir haben hier verschiedene Optionen bei der Farbgebung. Von diesem rasanten und wuchtigen Fahrzeug kommen zu etwas kleinerem, und zwar dem JCB 325T. Es handelt sich dabei um einen Kompaktlader von LandDev, Downloadgröße 14,22 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser Kompaktlader kommt mit fünf verschiedenen Werkzeugen, und zwar einer Ballengabel, einer Poltergabel für den Transport von Holzstämmen, eine Palettengabel natürlich, eine Universalschaufel mit dem Fassungsvermögen von 1200 Litern und eine Stubbenfräse, die benutzt werden kann, um Baumstümpfe zu entfernen. Der JCB selbst kommt mit der Konfigurationsmöglichkeit von dem Typ 260 mit vier Rädern oder der 325T, wie er draußen steht, mit den Raupen. Leistung 74 PS, Tankfüllmenge 103 Liter und Maximalgeschwindigkeit bei 13 km/h, Gewicht 4,5 Tonnen und kostet in der Standardausführung 58.000 Euro und die Raupenvariante 10.000 Euro mehr. Mit diesem Überflug über das Hofgelände auf der Wild West Karte darf ich mich schon wieder für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Falls ihr weiterhin solche Mod-Vorstellungen sehen möchtet, dann lasst es mich doch bitte wissen in den Kommentaren. Gebt mir einen Daumen hoch, bitte. Und natürlich auch, das Abo ist sehr gerne gesehen. Ich werde diese Woche damit anfangen, das Let's Play auf der kalmsten Farm zu starten. Auch werde ich versuchen, ein zweites Let's Play daneben zu machen auf der Wild West. Und natürlich werde ich auch die Karte, die Wild West Karte, eine Vorstellung darüber aufnehmen und euch präsentieren. Noch ist sie nicht im Mod Hub freigeschaltet worden oder freigegeben worden. Ist aber natürlich eine sehr, sehr schöne Map. Vielleicht nicht so detailliert wie die Kalmsten Farm, ist aber auch eine ganz andere Art von Farming hier angesprochen. Hier geht es um große Felder. Hier geht es darum, automatisiert zu arbeiten. Nur als kleinen Spoiler, das größte Feld hier ist über 700 Hektar groß. Mehr will ich jetzt noch nicht verraten, aber auf jeden Fall eine Karte, die mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt ist die Version für den 22er da. Und das werde ich mir natürlich nicht nehmen lassen, hier ein Let's Play zu spielen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir zwei verschiedene parallele Let's Plays erlaufen haben. Einmal das kleine auf der kalmsten Farm, wo es darum geht, wirklich so ein bisschen die kleinere Landwirtschaft zu zelebrieren und hier natürlich einfach die Landwirtschaft mit den ganz großen Geräten hier natürlich sehr geeignet wären. Ja? Ganz herzlichen Dank nochmal fürs Einschalten. Tschüss, danke und hasta luego.